Moin! Herzlich willkommen hier am Samstagnachmittag zur nächsten Folge Let's Play LS17 Nordfriesische Marsch. Vierfach-Map, 2-1 ohne Gräben. Wir sind mitten in der Ernte. Mitten in der Riesenernte. Keine Ahnung, ob wir es schaffen, ob wir es hier im LS17 noch schaffen, nochmal wieder zu ernten. Aber im Moment, ja, gucken wir mal. Schauen wir mal, dann sehen wir schon, wie ich immer so schön sage. Wir haben Weizen ohne Ende. Wir kommen überhaupt nicht hinterher mit dem Weizen. Und versuche jetzt mal hier den Drescher noch manuell eben abzutanken. Bevor dann gleich das große böse Erwachen kommt. Hallo? Ach, da ist Gerste drauf. Und Gerste kann ich natürlich nicht mit Weizen kombinieren. Das ist natürlich klar. Asche auf mein Haupt. Da habe ich auch nicht drauf geachtet. So. So, das Dach wird auch langsam weitergebaut. Sehr schön. Alles raus, was keine Miete zahlt. So, ab hier kann ich ihn ja von sich aus einstellen. Das funktioniert ja dann prima. Weil mich da nicht weiter drum zu kümmern, nur wenn er gleich irgendwann mal motzt. Und dann machen wir jetzt hier erstmal weiter, wenn der Rest läuft. Warum sollte ich dann nicht hier jetzt noch eben schnell weiter meine Rüben einfahren? Mein Hobby sozusagen, wo ich mich immer mal wieder drum kümmere. Ja, ob ich das Feld nochmal ansehe, glaube es nicht. Gucke mal parallel oben hier auf meine Anzeige vom Multi-Overlay hat. Deshalb ist hier auch so schön bunt. Das ist nicht das Inspect-Plugin. Warum das auf Feld 1 nicht klappt. Aber ich hoffe, dass es gleich funktioniert, dass der Front, dass der MB-Traktor gleich hinfährt zum Abladen. Fährt jetzt hier mit 24 km/h irgendwo durch die Gegend. Mal schauen. Ich glaube, ich werde dieses Feld brach liegen lassen. Da kriegt man doch EU-Förderungen, oder nicht? Ist das nicht so? Dann muss ich da erstmal gucken, was der macht, der MB-Truck. Warum das da nicht klappt mit dem Abtanken. MB-Truck durchdrehende Reifen, war ja klar. Ja, und hier oben würde ich nämlich das Feld auch dann mal kleiner machen. Irgendwie um zwei Größen. Überall da, wo man nicht vernünftig abtanken kann. Thank you.
ist der Weg, Punkt. Unten. Naja. Ich stelle ihm jetzt gleich eher im Weg, dass er hier irgendwas Gutes tut. Man sofort ab und dann ist die Sache gut. Oh. Das Bild ist auch nicht mehr so voll. Das ist doch sehr schön. Geht voran. Und wir machen wieder mit meinem, wie ich schon sagte, mit meinem Hobby weiter. Der Rübenernte. Ich lasse jetzt einfach mal da unten das Feld drin, das Cosplay-Fenster, weil es eh gleich wieder aufpoppt. Das ist überhaupt heute die Samstagnachmittagsausgabe? Ich weiß es gar nicht. Ich bin hier so weit im Voraus, ihr seht das ja. Es ist ein Mittwoch, aber es ist jetzt nicht der Mittwoch vor Samstag, sondern es ist der 3. Oktober heute, wo ich das aufnehme. Also irgendwie 11 Tage im Voraus. 10 Tage im Voraus, irgendwie so. Einfach weil ich jetzt eine ganze Woche nicht zum Spielen komme. Praktisch jetzt am 4. komme ich nochmal zum Spielen, am 4. Oktober, vielleicht am 5. ein bisschen, aber nicht viel. Es wird, gab da auch keinen Livestream, muss ich jetzt sagen. Und ja. Und dann komme ich erst am, was ist das? 15., 16. irgendwie wieder zum Spielen. Letzte Bahn, wenn alles gut läuft. Was soll das denn jetzt? Mach dich da weg. Und überladen.
Leute. Könnte ich ja im Prinzip auch meine Rübenroder verkaufen. Das bringt mir ja auch nochmal wieder Geld in die Kassen. Kann ich noch wieder Felder kaufen. Aber ich habe jetzt im Moment, muss ich sagen, leider gar nicht den Ehrgeiz jetzt zu sagen, ich will alle Felder behalten. Oder alle Felder haben. Aber mal sehen. Vielleicht kommt das ja noch. Parallel mal was gucken, kann ich aber gar nicht. Schade. Wollte eigentlich mal eben schnell was sehen. Ah, hier wird es dann doch wieder breit. Komm du Mann, tank man schön ab. Alles wird gut. Jetzt haben wir es gleich. Zack. Damit sind wir fertig mit der Rübenernte, die letzte Rübenernte im LS17, wenn nicht noch irgendwas dazwischen kommt. Das weiß man ja nie. Die machen wir jetzt mal eben sauber. Wäre ja auch der Hammer, wenn man Spielstände übernehmen könnte, ne? Aber das wird nicht funktionieren. Sag ich jetzt mal. Oh, wieder hat ein Klaas eine Aufgabe erledigt. Und die Zeit ist um, mal wieder. Leute, danke fürs Zuschauen. 16 Uhr Match Friesenjung gegen Experience. Schaltet rein. Und ansonsten gibt's morgen wieder ganz normal die nächste Ausgabe. Ich sag ciao.